willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars. Und heute ist das Ganze mal ohne Challenge, ohne alles. Denn ich habe einfach mal gedacht, wieder für zwischendurch, weil ich da gerade eh nichts aufnehmen muss, weil Tobi und Flo ja mit dem Adventskalender dran sind. Mache ich einfach irgendeine Scheiße und spiele mal wieder Bed Wars. Weil ihr den Spielmodus ja ziemlich feiert, glaube ich. Das Ganze ist heute ohne Challenge, aber nächstes Mal werden wir wieder eine Challenge machen. Das heißt, immer jetzt nochmal hier bitte unter diesem Video Challenges in die Kommentare schreiben, weil die letzten ja schon ziemlich alt sind. Bitte einmal unter dieses Video schreiben. Ich wäre euch sehr dankbar. So, gut. Jetzt kriege ich mal wieder keine Sachen. Das ist das Ding, wenn man auf einer 4x7er Map Casino spielt. Aber die Mitte ist nicht weit weg, ist das Gute. Das heißt, ich brauche vier Bronze, Fragezeichen. Weil dann, weil dann kann ich meine Mission erfüllen. Jetzt hole ich mir nämlich noch ein bisschen mehr Bronze für Blöcke, weil dann brauche ich mich so an den Seiten. Ich kenne diese Map sehr gut. Unser Rekord ist hier 3 Minuten. Den haben wir auf dem Hashtag CopUnityAbend erzielt. Und dabei war auch der Felix, der auch gerade dabei ist. Kexler, da hinten in Team Gelb steht. Ach du Scheiße, wir werden überrollt. Fuck, da ist einer. Alter, seid ihr dumm oder so? Nein, das kann er jetzt nicht bringen. Sehr schön, sehr schön. Nein, da ist doch direkt der nächste, Leute. Oh Mann, das muss man hier aufpassen, ey. Da ist er. Okay, hab ihn. Easy. So, okay. Ich werde jetzt ein Team vernichten. Das kann ja nicht sein hier. So, ich renne jetzt einfach mal nach links rüber. Links ist rot. Okay, da hat er mich noch... Oh, fuck, jetzt... Nein! Oh, das war dumm. Ah, den einen habe ich runtergeboxt, wusst ihr? Nein. Tötet ihn. Sehr schön. Alter, es kann doch nicht sein. Hier ist Dauerangriff des Todes. Ich höre schon wieder irgendwelche Boxen. Ich kann gerade nicht gucken. So, und jetzt werde ich... Team Rot macht Dauersturmangriff auf uns. Und Team Blau. Team Blau ist noch nerviger. Ich werde mir jetzt Team Blau vornehmen. Weil Team Blau, der hat so ein hässliches Fratzen-Scheiß-Skin. Und damit kann ich überhaupt nicht leben gerade. Sodass ich die jetzt einmal alle vernichten werde. Er checkt einfach überhaupt nicht, dass ich vom Gegner bin. Und dann ist es auch schon geschehen. So, das Bett von Team Blau ist kaputt. Sehr gut. Das heißt, die werden jetzt schon nicht mehr so mal eben cool sein können. So, jetzt habe ich auch noch ein Gold hier gesnackt, das die anderen nicht haben können. Jetzt muss ich ganz schnell hier durch. Schaffe ich nicht. Holy shit, ich hab's geschafft. Jetzt kommt die ganze Armada von Team Rot an. Ah, fuck, ich wurde weggeboxt. Ja, okay. Na, muss ich wieder einen Abgang machen. Weil... Keine Ahnung. Dann gehe ich jetzt zu Team Gelb. Oder nee, ich sammle Gold ein. Gold! Gerade gespawnt, sehr schön. Perfekt. Und tschüss. So, einmal gucken, ist hier jemand hinter mir her? Nee, ist es nicht, das ist gut. Gut, bei uns hier das Bett eingebaut. Das heißt, erstmal ein bisschen Ruhe jetzt. Ein bisschen Zeit für Besinnung, für schöne weihnachtliche Musik im Hintergrund, die ja sowieso schon die ganze Zeit da ist. So, wir haben den einen Endstone als Erinnerung, der wird jetzt auch als Erinnerung hier hingesetzt. Der ist mal wieder übrigens weiß wegen dem Spax Weihnachts Texture Pack. Eigentlich könnte ich ja theoretisch auch mal den hier machen. Den. Aber Bed Wars ist ja ein bisschen schön. Nein, den machen wir nicht. Oh fuck, da kommt der Torben. Du checkst auch. Scheiße, ich gehe mal dann ganz kurz hier oben auschecken. Guten Tag. Nein, ich erwarte dich nicht. Quatsch, das ist absoluter Bullshit. Kuckuck. Und tschüss. Gut, das wäre geklärt. Jetzt bauen wir eben hier seinen Weg kaputt. Damit wir hier auch in ein wenig Sicherheit sind. Also ein bisschen mehr in Sicherheit. So. Jetzt
bauen wir das hier kaputt. Bumm. Und ja, dann können wir uns jetzt equipen mit einem Bogen. Ich weiß nicht, ob es für mich klüger gewesen wäre, ein Schwert zu kaufen. Aber das ist jetzt auch schon Vergangenheit. Wie ich rede, ey. Richtig geschwollen, ne? So, das eine Gold kommt in die Chest. Und dann hole ich mir noch ein wenig Rüstung. Ich bräuchte dafür ein wenig Eisen. Ja, komm, das reicht mir. Hole ich mir halt keine gute Rüstung. Ich hoffe, da baut sich jetzt gerade nicht einer zu unserem Bett, sonst raste ich aus. So. 1, 2, 3, 4. So, perfekt. Das kommt hier hin, das kommt dahin. Und das Bronze kommt dahin. Mal kurz unser Bett auschecken. Ne, hier ist keiner. Hier kommt dann direkt nochmal eine Lage vor. Obwohl die meisten wahrscheinlich eh von außen kommen werden. Ah, da steht ja einer von uns. Nicht wahr? So. Welches Team darf ich denn angreifen? Oh, Team Gelb sieht aber nicht so freundlich aus. Glaube ich nicht so freundlich gesonnen. Ja, dann checke ich das mal ganz kurz hier mit dem... Der gehört gar nicht zu uns! Easy, easy, der ist tot. Okay. Leute, Blau ist kaputt, ne? Nur weil die anscheinend irgendwie halt nicht zu wissen scheinen. Ach, guck mal, da ist der Felix. Hallöchen. Ja, Felix, weißt du, dass du Beef kriegst, ne? So, das war dein Fehler. Und tschüss. Da bist du ganz schnell kaputt, Felix. Du bist kaputt. So, und jetzt habe ich Bock, gerade ein bisschen Gelb kaputt zu machen. Hi, Felix. Hi. Jetzt macht er gleich den Trick. Ja, aber hat nicht funktioniert, Felix. Aua. Oh, jetzt kriege ich auch auf die Fresse, du. Scheiße. Jetzt bin ich aber ganz schön am Arsch. Hui, das war knapp. Okay, jetzt muss ich nur durch die Mitte durchkommen. Okay, ich bin ein bisschen... Nein, ich bin tot. Das kann doch nicht sein. Mann. Mann, ich war... Och nee. Das glaube ich jetzt nicht, Freunde. Das kommt davon, wenn man so eine billig Behindertenrüstung hat, ne? Dann bist du ziemlich schnell kaputt. Aber was wäre denn Bad Wars ohne die sogenannte Turm-Taktik, die der Turm jetzt direkt anwenden wird? Bitte, ich bitte um eine Spitzhacke zuerst. Ohne Spitzhacke wäre die Turmtaktik sinnlos. So, jetzt benötige ich für die Turmtaktik Blöcke. Ich benötige mehr Blöcke und ich benötige ein wenig Essen. So, anscheinend könnte es unter Umständen sein, dass gerade... Nee, könnte es nicht. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So. Also, was hatte der Turm jetzt mit seiner Turmtaktik vor? Auf dieser Seite der Map ist immer ein kleines Wasserbecken. Das heißt, man kann sich so hoch bauen, wie man will. Wenn man in diesem Wasserbecken landet, dann stirbt man nicht. Das sollte nicht allzu schwer sein, in so einem Wasserbecken zu landen. Also werde ich das Ganze jetzt ausprobieren. Dabei habe ich eine schöne Mondblume, die wird mir Glück bringen. Aber die bringt mir nur Glück, wenn ich sie unten in der Inventarleiste habe. So, jetzt wird sie mir Glück bringen und ja, mich für den Rest meines Lebens beschützen. So, okay. Das Ganze läuft jetzt so ab. Wir gehen natürlich nicht direkt hier vorne hin und bauen uns hoch. Nein, wir gehen hier ganz an die Ecke und bauen uns hoch. So, das ist zwar nicht weniger auffällig, aber ist mir egal. Und das Ganze wird ein wenig unauffälliger, wenn... Boah, krieg ich Panik hier, ey. Okay, jetzt ist Felix Bett kaputt. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Einer schon tot, Felix hat einen getötet. Okay, interessant. Der King Oliver wurde von Freddy getötet, der gute Freddy, der macht seinen Job auch immer ziemlich gut. In der Mitte geht gerade gut die Party ab, ich weiß nicht, Gelb scheint da gerade einen von Rot zu töten. Ich hoffe, ja, dass unser Bett gleich nicht am Arsch ist, weil sonst ja, bin ich am Arsch, weil ich so schön hier aufnehme und es tut mir dann immer im Herzen weh. Ja, es ist Gott sei Dank noch nicht so häufig passiert. Es ist ein oder zweimal eben mit Felix passiert, weil das war einfach totaler Bullshit, ne? Wir hatten die Runde quasi gewonnen, nach 4 Minuten, ich habe alle Betten zerstört, easy, easy. Dann
ein Roter war noch am Leben, der hat einfach unser Bett kaputt gemacht und mich vernichtet. Das fand ich ziemlich uncool. Vor allem, weil einer aus unserem Team die ganze Zeit an diesem behinderten Bett stand und ja, sich wohl gedacht hat, och, hier kommt keiner hin, ich bin viel zu gut, die haben alle Schiss vor mir, ne? Am Arsch haben die alle Schiss vor dir, Junge. Ach schon, da kommen doch gerade welche zu unserem Bett, Leute. Ihr macht das da, hoffe ich mal. Ich bin gleich bei deren Bett, aber solange müsst ihr das hier noch machen. Bei uns. Okay, die töten gerade, sehr gut. Ich bin jetzt so gut wie da. Die scheinen es nicht gecheckt zu haben. Okay, das ist sehr gut. Jetzt kommt der Sprung. Alter Leute, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt daneben gesprungen bin, oder? Nein, Leute. Nein, 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 nein. Achtung! Also, Leute, das ist jetzt nicht die Wahrheit, oder? Oh, jetzt hätte ich fast die Spitzhacke vergessen. Oh, Leute, das war jetzt nicht mein Ernst. Bitte, bitte sag mir, dass das nicht mein Ernst war, ey. Wie inkompetent kann man denn sein, in so ein Wasserbecken nicht zu treffen? Ich bin viel zu schwach gesprungen. Das wird jetzt wahrscheinlich schon lange aufgeflogen sein, meine Taktik. Die Taktik, die muss man direkt beim ersten Mal eigentlich schaffen, wenn man da oben ist. Fuck. Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wieso war ich denn so inkompetent, Leute? Wieso war ich denn so inkompetent? Achtung, von unten! Von unten! Alter, hoffentlich checken die das, ey. Ach, sind das unsere? Ich weiß es nicht. Ich hab's mal lieber geschrieben, es scheinen unsere zu sein. Ich hoffe es doch. Alter, kann ich jetzt mal bitte oben sein? Wie hoch habe ich mich denn gebaut? Okay, ich bin oben. Okay, und jetzt muss ich mich beeilen. Die haben es anscheinend immer noch nicht gecheckt, weil die dumm sind wie sonst irgendein Stück. Also die haben den Teich zumindest noch nicht zugebaut. Ist jetzt nicht so genial. Aber mir soll es nichts ausmachen. So, den Teich habe ich diesmal easy getroffen. Und jetzt bin ich auch schon da. Und das Bett ist kaputt. Überraschung! So, jetzt werde ich natürlich drauf gehen, aber egal. Das Bett ist kaputt, ne? Gut, damit sind wir die Einzigen, die Bett haben. Oh, Taktik aufhören. Sehr schön. Das fühlt sich dann immer gut an. Torben-Taktik. Sehr gut. So, Essen brauchen wir. Spitzhacke kann man auch immer gebrauchen. Ja. Da sag ich mal Hallo. Bin ich gerade in der Aufnahme geplatzt. Das ist natürlich immer cool, wenn jemand im Aufnahme-Chat ist. Ja, das tut mir leid, ich hab das nicht gecheckt. Nein, ist ja nicht schlimm. Hallo. Hallo. Hallo, Leute. Ich spiele gerade Bad Wars und habe gerade den Final Slam gesetzt, weil ich das letzte Bett zerstört habe. Ah, spielst du alleine? Ja, weil ich einfach ein bisschen Bad Wars für zwischendurch haben wollte. Achso, ja gut. Ja, sonst hätten wir jetzt auch mit dir aufnehmen können, aber gut. Ja, ja, ich weiß. Mitten in der Aufnahme, schämst du dich nicht? Genau, dass du in meinen Aufnahmeraum platzt. Flo, ey. Boah, Alter, der hat gerade die Kombo des Todes, seines Todes reinbekommen. Dürfte ich erfahren, was du denn aufnimmst? Ja, Bad Wars. Und ich habe gerade den Final Slam gesetzt, Flo. Und jetzt töte ich gerade den Felix vom Community-Abend. Also ich bin auf dem Weg, ihn zu töten, aber er wird wahrscheinlich viel besseres... Ach, der ist im anderen Team. Ja, aber er wird wahrscheinlich viel besseres Equip als ich haben. Aber ist er dir hinterher gejoint? Ja, wo ist der? Ah ne, das ist ein anderer, aber der hat auch viel besseres Equip. Lol, ich habe ihn einfach gekriegt. Ha, easy. So. Der schießt von irgendwo auf. 12.200 schon wieder aufgemacht. Hä? Von wo schießt er denn auf mich? Verstehe ich nicht. Alter, ich werde direkt unter Beschuss genommen, wenn ich einmal nur einen Schritt vor die Tür setze. Ach, guck mal. Soll ich mal den, der Felix ist auf dem TS? Ich weiß. Geh mal ja, zu dem runter. Oh. Ja, nein. Ja, ich bin mal kurz weg. Ja, mach halt mal. Ey, aber sag ihm nicht, dass ich den töten will. Jo. Ey, Felix, der Down will dich töten. Hä? Bin ich jetzt total gestört oder so? Wo ist der denn? Ach, da! Oh mein Gott. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Bin zwar tot, aber ich hab ihn. Ja, geil. So. Jetzt hole ich ihn mir.
Der hat das letzte Mal in seinem Leben mich abgeschossen. Ne, hat er mich überhaupt getötet? Ne, das war Red Magic. Also es wird hier sowas wie Camper-Gelb in den Chat geschrieben, das heißt, sie werden wohl campen. Habe ich gut kombiniert, ne? Bin stolz auf dich, Torben. Mhm. Ich habe das letzte Bett habe ich mit der Torben-Taktik kaputt gemacht. Digga, noch nicht mein Internet ist wieder scheiße. Das ist scheiße. So, der Gelbe müsste jetzt nämlich hier oben sein. Ich mit meinem Null-Equip werde ihn jetzt... Oh, hallo! Okay, er hat mich unfreundlich begrüßt. Ja, Kumpel. So, aber irgendwann im Leben ist auch mal das Leben vorbei. Und dieser Zeitpunkt soll für dich eigentlich jetzt... Hallo. Ey, Flo, machst du gerade irgendwas Böses im Internet? Ja, ich downloade Sachen, guck Videos. Oh ne, das liegt immer an dem Server. Okay, jetzt kommen wir alle hoch. Boah, jetzt wird er destroyed. So wie er in seinem Leben noch nicht ist, der eine Gelbe. Leute, der rennt da hinten weg, seht ihr es nicht? Was ist denn los mit euch? Oh, was macht der Dings jetzt? Der tötet sich gerade voll selbst. Ah ne, doch nicht. Doch nicht, Achtung. Und... Bam, 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 bam! 1 vs 1 auf Timolia, falls es irgendwen interessiert. LOL! Nö. Neues Keksler. Ist er dumm? So, jetzt aber weg, danke. Nein, der stirbt. Jawohl, dann haben wir gewonnen. Felix stirbt. Wo ist denn der? Lebt noch ein Blauer. Felix, so ist der. Nein. Oh, schade, Felix. Mann, der war bei euer Base. LOL. Der hat da auch einen getötet. Hier, der hat sich in der Mitte unten lang gebaut. Ach so, okay, dann war das doch... Ich habe das nämlich eben von oben gesehen. Wo lebt denn der Blaue? Ich schätze bei Blau. Soll ich den mal besuchen? Nein, du sagst mir bitte nicht, wo der ist. Na. Du bist ganz nah dran mit deiner Vermutung. Ah ja, da, ich sehe ihn aber schon. Aber so ungefähr. Ja, ich sehe ihn schon. Guck mal, Der blöd. Ich meine, der kann eh nichts machen, aber wieso baut der sich da guck ein? Mal, ich will ja, jetzt... der bringt sich selbst um. Nein, ich wollte ihn von hinten weg. Oder? Wo ist der? Nee, der hat TNT-Scharfe da hingesetzt. Ach da, ich sehe ihn, hallöchen. Der hatte gedacht, der... Oh, der hat einen Bogen und ich habe nur noch 2,5 Herzen. Anderthalb zwischen Herzen. Zwischen die Spielerstellen, auch wenn ich hinter Torben stand. Ja, jetzt rein da. Back mich voll hier rein. Oh fuck, jetzt kommt das TNT-Scharf raus. Oh lol. Sorry. Springt sich nein, ach du Scheiße. Hier sind... Ich bin tot. Ja, ich hatte anderthalb Herzen. Trotzdem schlecht. Aber jetzt kriege ich einen Bogen, weil hier einer drin ist. Der kriegt doch wohl einen blauen Tod. Hä? Ich habe doch nicht mit anderthalb Herzen. Ich hatte gar keinen Equip. Nee, ich meine das gesamte Team. Ja, das wird jetzt... Mit meinem Angriff wird das jetzt passieren. So, pass auf, jetzt ziehe ich mir hier eben diese Chestplate an und jetzt geht's los. Ich habe einen Bogen in der Kiste gefunden, aber der hatte kein... Weißt du, da waren zwei Bögen in der Kiste, aber kein Pfeil. Sowas nennt man dann Klugheit in der Vorsorge. Jetzt findet ihr den eh nicht mehr. Warum? Oder? Doch, sie gehen zu ihm. Sie haben ihn... Ach, da oben. Sneak dabei auch nicht. Jetzt ist er runter. Das ist dann natürlich uncool, wenn man keine Blöcke dabei hat, weil man denkt, dass er immer noch da unten rumgammelt. Na, dann gehe ich mal kurz bei Blau einkaufen. Alter, der hat alles zugebaut. Das ist jetzt... Nee. Die suchen den und ich weiß, wo der ist. Jetzt fühle ich mich gerade voll toll. Ja, ich kann nichts machen, weil ich keine Sachen habe. Deswegen gehe ich mir jetzt Sachen holen. Meine Güte, nee. Boah, sind das Spakinationes. Ja, ich werde den jetzt töten. Ja, aber das ist ein geiles Versteck. Eigentlich, auch wenn der zwei Steine hat, die ihn voll verraten. Wer hat überhaupt diese hässlichen Leitern hier überall hingesetzt? Bei uns. Guck dir das mal an. Auf dem Weg. Torben. Nein, auf dem Weg musst du gucken. Vor uns. Vor unserer Base. Da hat jemand so hässliche Leitern hingesetzt. Ja, nicht damit man aufgehalten wird. Ja, aber wir werden ja auch aufgehalten. Außerdem ist jetzt keiner mehr aufzuhalten. So. Haha, ausgetrickst. Oh, Mann. Da hat man sich gerade equipped und da hat man auch schon gewonnen. Ja, Leute, lol, Flo, ich seh dich. Naja, Leute, es war eine coole Runde, eine schnell knackige Runde. Das da ist übrigens der Felix, diese hässliche Pilzkuh. Und ich hab wieder keinen Scan bei mir. Bei mir schon. Und ja, dann würde ich sagen, lasst eine positive Wende, schöne Weihnachtszeit noch euch und haut da rein. Ich bin einfach. Tschüss.